So lautet mein Gedächtnisprotokoll. Der Glückgesegnete weilte bei den Kurus in deren Handelsstadt Kamasadama. Und dort wandte sich der Glückgesegnete an seine Forschergemeinde. Forschende, Glückgesegnete, antworteten sie, und der Glückgesegnete sagte, es gibt da, Forschende, diesen einen Weg, um Wesen zu reinigen, um Kummer und Leid zu überwinden, um Schmerz und Trübsal verschwinden zu lassen, um den realistischen Pfad zu beschreiten, um Nirvana zu verwirklichen, nämlich die vier Brennpunkte der Bewusstheit. Was sind die vier? Hier, Forschende, verweilt eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper mit glühendem Eifer, klarstem Verstand und Bewusstheit, nachdem sie ihre Wünsche für und ihre Sorgen um die Welt beiseite gelegt hat. Sie verweilt in der Betrachtung von Sinneseindrücken als Sinneseindrücke mit glühendem Eifer, klarstem Verstand und Bewusstheit, nachdem sie ihre Wünsche für und ihre Sorgen um die Welt beiseite gelegt hat. Sie verweilt in der Betrachtung des Geistes als Geist, mit glühendem Eifer, klarstem Verstand und Bewusstheit, nachdem sie ihre Wünsche für und ihre Sorgen um die Welt beiseite gelegt hat. Sie verweilt in der Betrachtung von Geistesobjekten als Geistesobjekte mit glühendem Eifer, klarstem Verstand und Bewusstheit, nachdem sie ihre Wünsche für und ihre Sorgen um die Welt beiseite gelegt hat. Und wie, Forschende, verweilt eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper? Hier setzt sich eine Forschende hin, die Beine über Kreuz, nachdem sie den Wald, die Wurzel eines Baumes oder einen leeren Ort aufgesucht hat, und hält, nachdem sie vor sich Bewusstheit aufgebaut hat, ihren Oberkörper aufrecht. Achtsam atmet sie ein, achtsam atmet sie aus. Wenn sie mit einem langen Atemzug einatmet, weiß sie, dass sie mit einem langen Atemzug einatmet. Und wenn sie mit einem langen Atemzug ausatmet, weiß sie, dass sie mit einem langen Atemzug ausatmet. Wenn sie mit einem kurzen Atemzug einatmet, weiß sie, dass sie mit einem kurzen Atemzug einatmet. Und wenn sie mit einem kurzen Atemzug ausatmet, weiß sie, dass sie mit einem kurzen Atemzug ausatmet. Sie trainiert sich selbst, denkt, ich werde einatmen, bewusst im ganzen Körper. Sie trainiert sich selbst, denkt, ich werde ausatmen, bewusst im ganzen Körper. Sie trainiert sich selbst, denkt, ich werde einatmen und alles Körperliche beruhigen. Sie trainiert sich selbst, denkt, ich werde ausatmen und alles Körperliche beruhigen. Genau wie ein geschickter Drechsler oder sein Gehilfe, wenn er das Werkstück lange dreht, weiß, dass er das Werkstück lange dreht. Oder wenn er das Werkstück kurz dreht, weiß, dass er das Werkstück kurz dreht. So weiß auch die Forschende, wenn sie mit einem langen Atemzug einatmet, dass sie mit einem langen Atemzug einatmet. Und wenn sie mit einem langen Atemzug ausatmet, dass sie mit einem langen Atemzug ausatmet. Wenn sie mit einem kurzen Atemzug einatmet, weiß sie, dass sie mit einem kurzen Atemzug einatmet. Und wenn sie mit einem kurzen Atemzug ausatmet, weiß sie, dass sie mit einem kurzen Atemzug ausatmet und trainiert sich so selbst. Denkt, ich werde ausatmen,
und alles Körperliche beruhigen. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung des Körpers als Körper, in der äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper, sowohl in der innerlichen als auch in der äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die im Körper auftauchen. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die im Körper verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die im Körper auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die im Körper verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Bewusstheit, dass es einen Körper gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper verweilt. Wiederum weiß eine Forschende, wenn sie geht, dass sie geht. Weiß, wenn sie steht, dass sie steht. Weiß, wenn sie sitzt, dass sie sitzt. Weiß, wenn sie sich hinlegt, dass sie sich hinlegt. In welcher Lage auch immer sich ihr Körper befindet, sie weiß, dass dem so ist. So verweilt sie in der innerlichen, äußerlichen und sowohl innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die im Körper auftauchen. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die im Körper verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die im Körper auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die im Körper verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Bewusstheit, dass es einen Körper gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper verweilt. Wiederum, wenn sie vorwärts oder rückwärts geht, ist sich eine Forschende völlig im Klaren, was sie tut. Wenn sie nach vorne oder nach hinten blickt, ist sie sich völlig im Klaren, was sie tut. Wenn sie sich beugt oder streckt, ist sie sich völlig im Klaren, was sie tut. Wenn sie ihre Unterwäsche und ihr Obergewand und ihre Essensschüssel trägt, ist sie sich völlig im Klaren, was sie tut. Wenn sie isst, trinkt, kaut und schmeckt, ist sie sich völlig im Klaren, was sie tut. Wenn sie Stuhl oder Urin absetzt, ist sie sich völlig im Klaren, was sie tut. Wenn sie geht, steht, sitzt, einschläft und aufwacht, spricht oder schweigt, ist sie sich völlig im Klaren, was sie tut. So verweilt sie in der innerlichen, äußerlichen und sowohl innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper verweilt. Wiederum durchleuchtet eine Forschende eben diesen Körper von den Fußsohlen aufwärts und vom Scheitel abwärts. Eine erkleckliche Fülle aus Unreinheiten, eingehüllt von der Haut.
In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Brustfell, Milz, Lungen, Darmaufhängung, Eingeweide, Magen, Exkrement, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenksflüssigkeit, Urin. Genauso, als hätte man einen Sack vor sich liegen. Öffnungen zu beiden Seiten, gefüllt mit verschiedenen Körnern, etwa mit Hochlandreis, Naturreis, Mungobohnen, Kidneybohnen, Sesam, geschältem Reis. Und jemand, der gut sieht, öffnet den Sack, untersucht den Inhalt und sagt, das ist Hochlandreis, das ist Naturreis, das sind Mungobohnen, das sind Kidneybohnen, das ist Sesam, das ist geschälter Reis. Genau so durchleuchtet auch eine Forschende eben jenen Körper. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Brustfell, Milz, Lungen, Darmaufhängung, Eingeweide, Magen, Exkrement, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenksflüssigkeit, Urin. So verweilt sie in der innerlichen, äußerlichen und sowohl innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper verweilt. Wiederum durchleuchtet eine Forschende diesen Körper, in welcher Lage auch immer er sich befindet und wie auch immer er platziert ist, in Bezug auf die Elemente. In diesem Körper gibt es das Element Erde, das Element Wasser, das Element Feuer, das Element Wind. Genauso, als ob ein geschickter Metzger oder sein Gehilfe, nachdem er eine Kuh geschlachtet hätte, mit dem in Portionen zerteilten Kadaver an einer Kreuzung säße. So durchleuchtet eine Forschende eben jenen Körper, in welcher Lage auch immer er sich befindet und wie auch immer er platziert ist, in Bezug auf die Elemente. In diesem Körper gibt es das Element Erde, das Element Wasser, das Element Feuer, das Element Wind. So verweilt sie in der innerlichen, äußerlichen und sowohl innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper verweilt. Wiederum, als sehe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, seit einem, zwei oder drei Tagen tot, aufgedunsen, verfärbt, eiternd, vergleicht eine Forschende diesen Körper mit jenem
und denkt, dieser Körper ist von derselben Natur, so wird er werden. Er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. So verweilt sie in der innerlichen, äußerlichen und sowohl innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper verweilt. Wiederum, als sehe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, zum Fraß geworden von Krähen, Falken oder Geiern, von Hunden oder Schakalen oder von verschiedenen anderen Kreaturen, vergleicht eine Forschende diesen Körper mit jenem und denkt, dieser Körper ist von derselben Natur, so wird er werden, er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. Wiederum, als sehe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, ein Skelett mit Fleisch und Blutresten über Sehnen verbunden, als sehe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, ein entfleischtes Skelett, blutverschmiert, über Sehnen verbunden, als sehe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, ein Skelett, von Fleisch und Blut befreit, über Sehnen verbunden, als sehe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, zufällig angeordnete Knochen, verstreut in alle Richtungen, ein Handknochen hier, ein Fußknochen dort, ein Schienbein hier, ein Oberschenkelknochen dort, ein Hüftknochen hier, eine Wirbelsäule hier, ein Schädel dort. Vergleicht eine Forschende diesen Körper mit jenem und denkt, dieser Körper ist von derselben Natur. So wird er werden. Er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. Wiederum, als sehe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, die Knochen ausgebleicht, aussehend wie Muscheln, als sähe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, die Knochen aufgetürmt, ein Jahr alt, als sähe sie eine Leiche auf einem Leichenfeld, entsorgt, die Knochen zu Staub zerfallen, vergleicht eine Forschende diesen Körper mit jenem und denkt, dieser Körper ist von derselben Natur. So wird er werden. Er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung des Körpers als Körper, äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper, verweilt sowohl in der innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung des Körpers als Körper. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die im Körper auftauchen, in der Betrachtung von Dingen, die im Körper verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die im Körper auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die im Körper verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Achtsamkeit, dass es einen Körper gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper verweilt.
und wie Forschende verweilt eine Forschende in der Betrachtung von Sinneseindrücken als Sinneseindrücke. Hier, wenn sie einen angenehmen Sinneseindruck vernimmt, weiß eine Forschende, dass sie einen angenehmen Sinneseindruck vernimmt. Wenn sie einen schmerzhaften Sinneseindruck vernimmt, weiß sie, dass sie einen schmerzhaften Sinneseindruck vernimmt. Wenn sie einen weder schmerzhaften noch angenehmen Sinneseindruck vernimmt, weiß sie, dass sie einen weder schmerzhaften noch angenehmen Sinneseindruck vernimmt. Wenn sie einen angenehmen sinnlichen Sinneseindruck vernimmt, weiß sie, dass sie einen angenehmen sinnlichen Sinneseindruck vernimmt. Wenn sie einen angenehmen nicht sinnlichen Sinneseindruck vernimmt, weiß sie, dass sie einen angenehmen nicht sinnlichen Sinneseindruck vernimmt. Wenn sie einen schmerzhaften sinnlichen Sinneseindruck vernimmt, weiß sie, dass sie einen schmerzhaften sinnlichen Sinneseindruck vernimmt. Wenn sie einen schmerzhaften, nicht sinnlichen Sinneseindruck vernimmt, weiß sie, dass sie einen schmerzhaften, nicht sinnlichen Sinneseindruck vernimmt. Wenn sie einen weder schmerzhaften noch angenehmen sinnlichen Sinneseindruck vernimmt, weiß sie, dass sie einen weder schmerzhaften noch angenehmen sinnlichen Sinneseindruck vernimmt. Wenn sie einen weder schmerzhaften noch angenehmen nicht sinnlichen Sinneseindruck vernimmt, weiß sie, dass sie einen weder schmerzhaften noch angenehmen nicht sinnlichen Sinneseindruck vernimmt. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung von Sinneseindrücken als Sinneseindrücke. Äußerlichen Betrachtung von Sinneseindrücken als Sinneseindrücke. Verweilt sowohl in der innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung von Sinneseindrücken als Sinneseindrücke. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die in den Sinneseindrücken auftauchen. In der Betrachtung von Dingen, die in den Sinneseindrücken verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die in den Sinneseindrücken auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die in den Sinneseindrücken verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Achtsamkeit, dass es einen Sinneseindruck gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung von Sinneseindrücken als Sinneseindrücke verweilt. Und wie Forschende verweilt eine Forschende in der Betrachtung des Geistes als Geist. Hier erkennt eine Forschende einen lustvollen Geist als lustvoll. Einen Geist frei von Lust als frei von Lust. Einen hasserfüllten Geist als erfüllt von Hass. Einen Geist frei von Hass als frei von Hass. Einen selbstgefälligen Geist als selbstgefällig. Einen bescheidenen Geist als bescheiden. Einen engstirnigen Geist als engstirnig. Einen abgelenkten Geist als abgelenkt. Einen entwickelten Geist als entwickelt. Einen wilden Geist als wild. Einen Geist, der in den Schatten gestellt wurde, als in den Schatten gestellt. Einen Geist, der nicht in den Schatten gestellt werden kann,
als nicht in den Schatten zu stellen, einen konzentrierten Geist als konzentriert, einen befreiten Geist als befreit, einen unfreien Geist als unfrei. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung des Geistes als Geist, äußerlichen Betrachtung des Geistes als Geist, verweilt sowohl in der innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung des Geistes als Geist, sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die im Geist auftauchen, in der Betrachtung von Dingen, die im Geist verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die im Geist auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die im Geist verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Achtsamkeit, dass es einen Geist gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung des Geistes als Geist verweilt. Und wie Forschende verweilt eine Forschende in der Betrachtung von Geistesobjekten als Geistesobjekte? Hier verweilt eine Forschende in der Betrachtung von Geistesobjekten als Geistesobjekte im Hinblick auf die fünf Hemmnisse. Wie macht sie das? Hier sollte sinnliche Begierde in ihr bestehen, weiß eine Forschende, dass sie besteht. Sollte sie frei von sinnlicher Begierde sein, weiß eine Forschende, dass sie frei von ihr ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen noch nicht aufgetauchter sinnlicher Begierde gestaltet. Und sie weiß, wie sich die Aufgabe aufgetauchter sinnlicher Begierde gestaltet. Und sie weiß, wie sich das nicht mehr Auftauchen aufgegebener sinnlicher Begierde in Zukunft gestalten wird. Sollte Böswilligkeit in ihr bestehen, weiß eine Forschende, dass sie besteht. Sollte sie frei von Böswilligkeit sein, weiß eine Forschende, dass sie frei von ihr ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen noch nicht aufgetauchter Böswilligkeit gestaltet, und sie weiß, wie sich die Aufgabe aufgetauchter Böswilligkeit gestaltet, und sie weiß, wie sich das nicht mehr Auftauchen aufgegebener Böswilligkeit in Zukunft gestalten wird. Sollten Trägheit und Müßiggang in ihr bestehen, weiß eine Forschende, dass sie bestehen. Sollte sie frei sein von Trägheit und Müßiggang, weiß eine Forschende, dass sie frei von ihnen ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen noch nicht aufgetauchter Trägheit und noch nicht aufgetauchten Müßiggangs gestaltet. Und sie weiß, wie sich die Aufgabe aufgetauchter Trägheit und aufgetauchten Müßiggangs gestaltet. Und sie weiß, wie sich das nicht mehr Auftauchen aufgegebener Trägheit und aufgegebenen Müßiggangs in Zukunft gestalten wird. Sollten Sorge und Unrast in ihr bestehen, weiß eine Forschende, dass sie bestehen. Sollte sie frei sein von Sorge und Unrast, weiß eine Forschende, dass sie frei von ihnen ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen noch nicht aufgetauchter Sorge und Unrast gestaltet. Und sie weiß, wie sich die Aufgabe aufgetauchter Sorge und Unrast gestaltet, und sie weiß, wie sich das nicht mehr Auftauchen aufgegebener Sorge und Unrast in Zukunft gestalten wird. Sollte Misstrauen in ihr bestehen,
weiß eine Forschende, dass es besteht. Sollte sie frei von Misstrauen sein, weiß eine Forschende, dass sie frei von ihm ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen noch nicht aufgetauchten Misstrauens gestaltet, und sie weiß, wie sich die Aufgabe aufgetauchten Misstrauens gestaltet. Und sie weiß, wie sich das nicht mehr Auftauchen aufgegebenen Misstrauens in Zukunft gestalten wird. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, verweilt sowohl in der innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Achtsamkeit, dass es ein Geistesobjekt gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das, Forschende, ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte im Hinblick auf die fünf Hemmnisse verweilt. Wiederum, Forschende, verweilt eine Forschende in der Betrachtung von Geistesobjekten als Geistesobjekte im Hinblick auf das Raffen der fünf physischen und mentalen Vorgänge. Wie macht sie das? Hier denkt eine Forschende, so ist das Körperliche, so ein Ding. So das Auftauchen des Körperlichen, so das Auftauchen eines Dinges. So das Verschwinden des Körperlichen, so das Verschwinden eines Dinges. So ist das Gefühl, so das Auftauchen des Gefühls, so das Verschwinden des Gefühls. So ist der Sinneseindruck, so das Auftauchen des Sinneseindrucks, so das Verschwinden des Sinneseindrucks. So ist die gedankliche Konstruktion, so das Auftauchen der gedanklichen Konstruktion, so das Verschwinden der gedanklichen Konstruktion. So ist das Bewusstsein, so das Auftauchen des Bewusstseins, so das Verschwinden des Bewusstseins. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, verweilt sowohl in der innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Bewusstheit, dass es ein Geistesobjekt gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das, Forschende,
ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte im Hinblick auf das Raffen der fünf physischen und mentalen Vorgänge verweilt. Wiederum Forschende verweilt eine Forschende in der Betrachtung von Geistesobjekten als Geistesobjekte im Hinblick auf die sechs inneren und äußeren Sinnesfelder. Wie macht sie das? Hier kennt eine Forschende das Auge, kennt Formen und sie kennt jede Fessel, die die Abhängigkeit von beiden anlegt. Und sie weiß, wie sich das Anlegen einer noch nicht angelegten Fessel vollzieht, und sie weiß, wie sich die Entledigung einer angelegten Fessel vollzieht, und sie weiß, wie sich das nicht mehr Anlegen der entledigten Fessel in Zukunft vollziehen wird. Sie kennt das Ohr und Töne, und sie kennt jede Fessel, die die Abhängigkeit von beiden anlegt, und sie weiß, wie sich das Anlegen einer noch nicht angelegten Fessel vollzieht, und sie weiß, wie sich die Entledigung einer angelegten Fessel vollzieht, und sie weiß, wie sich das nicht mehr Anlegen der entledigten Fessel in Zukunft vollziehen wird. Sie kennt die Nase und kennt Gerüche, und sie kennt jede Fessel, die die Abhängigkeit von beiden anlegt, und sie weiß, wie sich das Anlegen einer noch nicht angelegten Fessel vollzieht, und sie weiß, wie sich die Entledigung einer angelegten Fessel vollzieht, und sie weiß, wie sich das nicht mehr Anlegen der entledigten Fessel in Zukunft vollziehen wird. Sie kennt die Zunge und kennt Geschmäcke, und sie kennt jede Fessel, die die Abhängigkeit von beiden anlegt. Und sie weiß, wie sich das Anlegen einer noch nicht angelegten Fessel vollzieht. Und sie weiß, wie sich die Entledigung einer angelegten Fessel vollzieht. Und sie weiß, wie sich das nicht mehr Anlegen der entledigten Fessel in Zukunft vollziehen wird. Sie kennt den Körper und kennt Tastbares, und sie kennt jede Fessel, die die Abhängigkeit von beiden anlegt. Und sie weiß, wie sich das Anlegen einer noch nicht angelegten Fessel vollzieht. Und sie weiß, wie sich die Entledigung einer angelegten Fessel vollzieht. Und sie weiß, wie sich das nicht mehr Anlegen der entledigten Fessel in Zukunft vollziehen wird. Sie kennt den Geist und kennt Geistesobjekte. Und sie kennt jede Fessel, die die Abhängigkeit von beiden anlegt. Und sie weiß, wie sich das Anlegen einer noch nicht angelegten Fessel vollzieht. Und sie weiß, wie sich die Entledigung einer angelegten Fessel vollzieht. Und sie weiß, wie sich das nicht mehr Anlegen der entledigten Fessel in Zukunft vollziehen wird. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, verweilt sowohl in der innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Bewusstheit, dass es ein Geistesobjekt gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt
und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte im Hinblick auf die sechs inneren und äußeren Sinnesfelder verweilt. Wiederum, Forschende, verweilt eine Forschende in der Betrachtung von Geistesobjekten als Geistesobjekte im Hinblick auf die sieben Faktoren der Erleuchtung. Wie macht sie das? Hier ist in ihr der Erleuchtungsfaktor Bewusstheit anwesend, weiß eine Forschende, dass er anwesend ist. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor Bewusstheit abwesend, weiß sie, dass er abwesend ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen des noch nicht aufgetauchten Erleuchtungsfaktors Bewusstheit gestaltet, und sie weiß, wie sich die vollständige Entwicklung des Erleuchtungsfaktors Bewusstheit gestaltet. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor der eindrücklichen Untersuchung der im Geist präsentierten Phänomene anwesend, weiß eine Forschende, dass er anwesend ist. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor der eindrücklichen Untersuchung der im Geist präsentierten Phänomene abwesend, weiß sie, dass er abwesend ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen des noch nicht aufgetauchten Erleuchtungsfaktors der eindrücklichen Untersuchung der im Geist präsentierten Phänomene gestaltet. Und sie weiß, wie sich die vollständige Entwicklung des Erleuchtungsfaktors der eindrücklichen Untersuchung der im Geist präsentierten Phänomene gestaltet. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor Energie anwesend, weiß eine Forschende, dass er anwesend ist. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor Energie abwesend, weiß sie, dass er abwesend ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen des noch nicht aufgetauchten Erleuchtungsfaktors Energie gestaltet. Und sie weiß, wie sich die vollständige Entwicklung des Erleuchtungsfaktors Energie gestaltet. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor freudigen Staunens anwesend, weiß eine Forschende, dass er anwesend ist. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor freudigen Staunens abwesend, weiß sie, dass er abwesend ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen des noch nicht aufgetauchten Erleuchtungsfaktors freudigen Staunens gestaltet. Und sie weiß, wie sich die vollständige Entwicklung des Erleuchtungsfaktors freudigen Staunens gestaltet. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor Ruhe anwesend, weiß eine Forschende, dass er anwesend ist. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor Ruhe abwesend, weiß sie, dass er abwesend ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen des noch nicht aufgetauchten Erleuchtungsfaktors Ruhe gestaltet, und sie weiß, wie sich die vollständige Entwicklung des Erleuchtungsfaktors Ruhe gestaltet. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor der Versammlung des Geistes anwesend? Weiß eine Forschende, dass er anwesend ist? Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor der Versammlung des Geistes abwesend? Weiß sie, dass er abwesend ist? Und sie weiß, wie sich das Auftauchen des noch nicht aufgetauchten Erleuchtungsfaktors der Versammlung des Geistes gestaltet. Und sie weiß, wie sich die vollständige Entwicklung des Erleuchtungsfaktors der Versammlung des Geistes gestaltet. Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor Gleichmut anwesend, weiß eine Forschende, dass er anwesend ist.
Ist in ihr der Erleuchtungsfaktor Gleichmut abwesend, weiß sie, dass er abwesend ist. Und sie weiß, wie sich das Auftauchen des noch nicht aufgetauchten Erleuchtungsfaktors Gleichmut gestaltet, und sie weiß, wie sich die vollständige Entwicklung des Erleuchtungsfaktors Gleichmut gestaltet. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, verweilt sowohl in der innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Bewusstheit, dass es ein Geistesobjekt gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das Forschende ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte im Hinblick auf die 7 Faktoren der Erleuchtung verweilt. Wiederum Forschende verweilt eine Forschende in der Betrachtung von Geistesobjekten als Geistesobjekte im Hinblick auf die 4 erlesenen Erkenntnisse. Wie macht sie das? Hier weiß eine Forschende, wie es wirklich ist. Dies ist unbefriedigtes Sein. Sie weiß, wie es wirklich ist. Dies ist die Quelle des unbefriedigten Seins. Sie weiß, wie es wirklich ist. Dies ist die Beendigung des unbefriedigten Seins. Sie weiß, wie es wirklich ist. Dies ist der Übungsweg, der zur Beendigung des unbefriedigten Seins führt. Und was, Forschende, ist die erlesene Erkenntnis vom unbefriedigten Sein? Geburt ist unbefriedigend. Altern ist unbefriedigend. Tod ist unbefriedigend. Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung sind unbefriedigend. An Ungeliebtes gefesselt zu sein, ist unbefriedigend. Von Geliebtem getrennt zu sein, ist unbefriedigend. Nicht zu bekommen, was man ersehnt, ist unbefriedigend. Kurz gesagt, das Raffen jeder der 5 physischen und mentalen Vorgänge, das Raffen von Körperlichem und Dingen, von Gefühlen, von Sinneseindrücken, von gedanklichen Konstruktionen und von Bewusstsein ist unbefriedigend. Und was, Forschende, ist Geburt? In welchem Wesen auch immer, von welcher Art auch immer, ist Geburt ins Sein treten, Auftauchen, das Erscheinen der physischen und mentalen Vorgänge, das Betreten der Sinnesfelder, das Forschende, wird Geburt genannt. Und was ist Altern? In welchem Wesen auch immer, von welcher Art auch immer, ist Altern, Altersschwäche, schlechte Zähne, graues Haar, faltige Haut, Altersschrumpfen, Verfall der Sinneswahrnehmungen, das Forschende wird Altern genannt. Und was ist Tod? In welchem Wesen auch immer, von welcher Art auch immer, ist ein Fortgehen, ein Entfernen, eine Trennung, ein Verschwinden, ein Tod, ein Sterben,
ein Ende, ein Entfernen der physischen und mentalen Vorgänge, ein Entsorgen des Körpers. Das Forschende wird Tod genannt. Und was ist Kummer? Sobald durch irgendeinen unglücklichen Umstand irgendjemand von etwas Leidvollem betroffen wird, von Kummer, Trauer, Verzweiflung, Gram, Niedergeschlagenheit, das Forschende wird Kummer genannt. Und was ist Jammer? Sobald durch irgendeinen unglücklichen Umstand irgendjemand von etwas Leidvollem betroffen wird und es einen Aufschrei gibt, Jammern, viel Lärm um Wehklagen gemacht wird, großes Lamentieren ansetzt, das Forschende wird Jammer genannt. Und was ist Schmerz? Welcher körperliche, schmerzhafte Sinneseindruck, körperliche, unangenehme Sinneseindruck, schmerzhafte oder unangenehme Sinneseindruck, auch immer durch Kontakt mit dem Körper entsteht, das Forschende wird Schmerz genannt. Und was ist Trübsal? Welcher geistige, schmerzhafte Sinneseindruck, geistige, unangenehme Sinneseindruck, schmerzhafte oder unangenehme Sinneseindruck auch immer durch Kontakt mit dem Geist entsteht, das Forschende wird Trübsal genannt. Und was ist Verzweiflung? Sobald durch irgendeinen unglücklichen Umstand irgendjemand von etwas Leidvollem betroffen wird und der Verzweiflung anhängt, großer Verzweiflung und mit großer Verzweiflung, das Forschende wird Verzweiflung genannt. Und was Forschende ist, an Ungeliebtes gefesselt zu sein. Hier, wer auch immer, ungebetenen, unerwünschten, unangenehmen Formen, Tönen, Gerüchen, Geschmäcken, tastbaren oder Geistesobjekten oder wer auch immer einem das Schlechte wünschenden, Schaden, Unbehagen oder Unsicherheit wünschenden begegnet, mit ihnen zusammenkommt, eine Verbindung eingeht, sich vereint, das Forschende wird an Ungeliebtes gefesselt zu sein genannt. Und was ist von Geliebtem getrennt zu sein? Hier, wer auch immer hat, was gewollt wird, gemocht, visuell Ansprechendes, angenehme Töne, Gerüche, Geschmäcke, sich angenehm anfühlende Objekte oder Geistesobjekte oder wer auch immer Wohlwollende, einem Gutes, Behaglichkeit, Sicherheit wünschende, Mutter oder Vater oder Bruder oder Schwester oder jüngere Verwandte oder Freunde oder Kollegen oder Blutsbrüder trifft und dann daran gehindert wird, ihnen zu begegnen, mit ihnen zusammenzukommen, eine Verbindung einzugehen, sich mit ihnen zu vereinen, das Forschende wird von Geliebtem getrennt zu sein genannt. Und was ist, nicht zu bekommen, was man ersehnt? In der Geburt unterworfenen Wesen Forschende keimt dieser Wunsch auf. Oh, wenn wir doch nur nicht der Geburt unterworfen wären, wenn wir doch nicht geboren würden. Aber durch Wünschen lässt sich das nicht erreichen. Das ist, nicht zu bekommen, was man ersehnt. In Wesen, die dem Altern unterworfen sind, Krankheit, Tod, Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, keimt dieser Wunsch auf. Oh, wenn wir doch nur nicht dem Altern unterworfen wären, Krankheit, Tod, Kummer, Jammer,
Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, wenn diese Dinge doch nur nicht auf uns zukommen würden. Aber durch Wünschen lässt sich das nicht erreichen. Das ist nicht zu bekommen, was man ersehnt. Und wie Forschende kurz gesagt sind die fünf Vorgänge des Raffens unbefriedigtes Sein. Sie sind es wie folgt: der Vorgang des Raffens als Form, der Vorgang des Raffens als Gefühl, der Vorgang des Raffens als Sinneseindruck, der Vorgang des Raffens als gedankliche Konstruktion, der Vorgang des Raffens als Bewusstsein. Dies sind kurz gesagt die fünf Vorgänge des Raffens als unbefriedigtes Sein. Und das, Forschende, wird die erlesene Erkenntnis vom unbefriedigten Sein genannt. Und was, Forschende, ist die erlesene Erkenntnis von der Quelle des unbefriedigten Seins? Es ist jenes Dürsten, dem die Wiedergeburt entspringt, gebunden an Vergnügen und Lust, das mal hier, mal dort neue Freuden findet. Das heißt, sinnliches Dürsten, Dürsten nach Existenz und Dürsten nach Auslöschung. Und wo taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich? Wo auch immer auf der Welt etwas gefällig und angenehm ist, da taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Und was gibt es auf der Welt, das gefällig und angenehm ist? Das Auge auf der Welt ist gefällig und angenehm. Das Ohr auf der Welt ist gefällig und angenehm. Die Nase auf der Welt ist gefällig und angenehm. Die Zunge auf der Welt ist gefällig und angenehm. Der Körper auf der Welt ist gefällig und angenehm. Der Geist auf der Welt ist gefällig und angenehm. Und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, tastbare Objekte, Geistesobjekte auf der Welt sind gefällig und angenehm, und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Das Bewusstsein des Sehens, das Bewusstsein des Hörens, das Bewusstsein des Riechens, das Bewusstsein des Schmeckens, das Bewusstsein des Tastens, das Bewusstsein des Denkens auf der Welt ist gefällig und angenehm, und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Augenkontakt, Ohrenkontakt, Nasenkontakt, Zungenkontakt, Körperkontakt, Geisteskontakt auf der Welt ist gefällig und angenehm, und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Das Gefühl, das auf der Welt durch Augenkontakt, Ohrenkontakt, Nasenkontakt, Zungenkontakt, Körperkontakt, Geisteskontakt hervorgerufen wird, ist gefällig und angenehm. Und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Die Wahrnehmung von Formen, von Tönen, von Gerüchen, von Geschmäcken, von tastbaren Objekten, von Geistesobjekten auf der Welt ist gefällig und angenehm, und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Gedankliche Konstruktion in Bezug auf Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, tastbare Objekte, Geistesobjekte auf der Welt ist gefällig und angenehm, und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Das Dürsten nach Formen, Tönen, Gerüchen, Geschmäcken, tastbaren Objekten,
Geistesobjekten auf der Welt ist gefällig und angenehm, und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Das Denken an Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, tastbare Objekte, Geistesobjekte auf der Welt ist gefällig und angenehm, und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Über Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, tastbare Objekte, Geistesobjekte auf der Welt nachzudenken, ist gefällig und angenehm, und dort taucht dieses Dürsten auf und etabliert es sich. Und das Forschende wird die erlesene Erkenntnis von der Quelle des unbefriedigten Seins genannt. Und was Forschende ist die erlesene Erkenntnis von der Beendigung des unbefriedigten Seins. Es ist das gänzliche Verblassen und die gänzliche Auslöschung dieses Dürstens, es hinter sich zu lassen und aufzugeben, sich von ihm zu befreien und von ihm loszulösen. Und wie gestaltet sich die Aufgabe dieses Dürstens? Wie gestaltet sich seine Beendigung? Wo auch immer auf der Welt etwas gefällig und angenehm ist, da gestaltet sich die Beendigung dieses Dürstens. Und was gibt es auf der Welt, das gefällig und angenehm ist? Das Auge auf der Welt ist gefällig und angenehm. Das Ohr auf der Welt ist gefällig und angenehm. Die Nase auf der Welt ist gefällig und angenehm. Die Zunge auf der Welt ist gefällig und angenehm. Der Körper auf der Welt ist gefällig und angenehm. Der Geist auf der Welt ist gefällig und angenehm. Und dort gestaltet sich die Aufgabe dieses Dürstens. Dort gestaltet sich seine Beendigung. Das Bewusstsein des Sehens, das Bewusstsein des Hörens, das Bewusstsein des Riechens, das Bewusstsein des Schmeckens, das Bewusstsein des Tastens, das Bewusstsein des Denkens auf der Welt ist gefällig und angenehm. Und dort gestaltet sich die Aufgabe dieses Dürstens. Dort gestaltet sich seine Beendigung. Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, tastbare Objekte, Geistesobjekte auf der Welt sind gefällig und angenehm. Und dort gestaltet sich die Aufgabe dieses Dürstens. Dort gestaltet sich seine Beendigung. Augenkontakt, Ohrenkontakt, Nasenkontakt, Zungenkontakt, Körperkontakt, Geisteskontakt auf der Welt ist gefällig und angenehm. Die Wahrnehmung von Formen, von Tönen, von Gerüchen, von Geschmäcken, von tastbaren Objekten, von Geistesobjekten auf der Welt ist gefällig und angenehm. Gedankliche Konstruktion in Bezug auf Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, tastbare Objekte, Geistesobjekte auf der Welt ist gefällig und angenehm. Das Dürsten nach Formen, Tönen, Gerüchen, Geschmäcken, tastbaren Objekten, Geistesobjekten auf der Welt ist gefällig und angenehm. Das Denken an Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, tastbare Objekte, Geistesobjekte auf der Welt ist gefällig und angenehm. Über Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcke, tastbare Objekte, Geistesobjekte auf der Welt nachzudenken, ist gefällig und angenehm. Und dort gestaltet sich die Aufgabe dieses Dürstens. Dort gestaltet sich seine Beendigung. Und das Forschende wird die erlesene Erkenntnis von der Beendigung des unbefriedigten Seins genannt.
Und Was-Forschende ist die erlesene Erkenntnis vom Weg, der zur Beendigung des unbefriedigten Seins führt. Es ist nur dieser erlesene achtspurige Weg, nämlich realistisches Verstehen, realistisches Denken, realistisches Sprechen, realistisches Handeln, realistischer Lebensunterhalt, realistisches Bemühen, realistische Bewusstheit, realistische Versammlung des Geistes. Und Was-Forschende ist realistisches Verstehen. Es ist Forschende das Wissen vom unbefriedigten Sein, das Wissen von der Quelle des unbefriedigten Seins, das Wissen von der Beendigung des unbefriedigten Seins und das Wissen vom Weg der Übung, der zur Beendigung des unbefriedigten Seins führt. Das wird realistisches Verstehen genannt. Und Was-Forschende ist realistisches Denken. Das Denken der Bescheidenheit, das Denken des Nicht-Übelwollens, das Denken der Arglosigkeit. Das Forschende wird realistisches Denken genannt. Und Was-Forschende ist realistisches Sprechen. Verzicht auf Lüge, Verzicht auf Verleumdung, Verzicht auf Hetzrede, Verzicht auf leichtfertige Aussagen. Das wird realistisches Sprechen genannt. Und Was-Forschende ist realistisches, evolutionäres Handeln. Verzicht darauf, Leben zu nehmen, Verzicht darauf zu nehmen, was einem nicht gegeben wird, Verzicht auf sexuelles Fehlverhalten. Das wird realistisches Handeln genannt. Und Was-Forschende ist realistischer Lebensunterhalt. Hier Forschende hält sich eine erlesene Anhängerin an realistische Quellen ihres Lebensunterhalts, nachdem sie sich von unrealistischen getrennt hat. Und Was-Forschende ist realistisches Bemühen. Hier Forschende schürt eine Forschende ihre Willenskraft, strengt sich an, weckt Energie, bietet ihren Geist auf und strebt danach das Auftauchen von noch nicht aufgetauchten, üblen, ungesunden Geisteszuständen zu verhindern. Sie schürt ihre Willenskraft, strengt sich an, weckt Energie, bietet ihren Geist auf und strebt danach, bereits aufgetauchte, üble, ungesunde Geisteszustände zu überwinden. Sie schürt ihre Willenskraft, strengt sich an, weckt Energie, bietet ihren Geist auf und strebt danach, noch nicht aufgetauchte, gesunde Geisteszustände herzustellen. Sie schürt ihre Willenskraft, strengt sich an, weckt Energie, bietet ihren Geist auf und strebt danach, bereits aufgetauchte, gesunde Geisteszustände zu erhalten, sie nicht verblassen zu lassen, ihnen zu stärkerem Wachstum zu verhelfen, zur vollen Perfektion der Entwicklung. Das wird realistisches Bemühen genannt. Und Was-Forschende ist realistische Bewusstheit. Hier Forschende verweilt eine Forschende in der Betrachtung des Körpers als Körper mit glühendem Eifer, klarstem Verstand und Bewusstheit, nachdem sie ihre Wünsche für und ihre Sorgen um die Welt beiseite gelegt hat. Sie verweilt in der Betrachtung von Sinneseindrücken als Sinneseindrücke mit glühendem Eifer, klarstem Verstand und Bewusstheit, nachdem sie ihre Wünsche für und ihre Sorgen um die Welt beiseite gelegt hat.
Sie verweilt in der Betrachtung des Geistes als Geist mit glühendem Eifer, klarstem Verstand und Bewusstheit, nachdem sie ihre Wünsche für und ihre Sorgen um die Welt beiseite gelegt hat. Sie verweilt in der Betrachtung von Geistesobjekten als Geistesobjekte mit glühendem Eifer, klarstem Verstand und Bewusstheit, nachdem sie ihre Wünsche für und ihre Sorgen um die Welt beiseite gelegt hat. Das wird realistische Bewusstheit genannt. Und was, Forschende, ist realistische Versammlung des Geistes? Hier tritt eine Forschende, losgelöst von sinnlichen Begierden, losgelöst von ungesunden Geisteszuständen, in die erste himmlische Kontemplation ein und verweilt in ihr mit Nachdenken und Analysieren, der Losgelöstheit entsprungen, erfüllt von Entzücken und Freude. Und mit dem Verebben des Nachdenkens und Analysierens durch den Gewinn innerer Ruhe und Einheit des Geistes tritt sie in die zweite himmlische Kontemplation ein und verweilt in ihr ohne Nachdenken und Analysieren, der Versammlung des Geistes entsprungen, erfüllt von Entzücken und Freude. Und mit dem Verebben des Entzückens weiterhin unerschütterlich, achtsam, klar, bewusst erlebt sie in sich selbst die Freude, von der die Erhabenen sagen: Glücklich ist, wer in Gleichmut und Bewusstheit verweilt, und tritt in die dritte himmlische Kontemplation ein. Und nachdem sie sich von Vergnügen und Schmerz getrennt hat und mit dem Verschwinden früherer Fröhlichkeit und Trübsal, tritt sie ein und verweilt in der vierten himmlischen Kontemplation, die jenseits von Vergnügen und Schmerz liegt und durch Gleichmut und Bewusstheit gereinigt wird. Das wird realistische Versammlung des Geistes genannt. Und das, Forschende, wird der Weg der Übung genannt, der zur Beendigung des unbefriedigten Seins führt. So verweilt sie in der innerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte, verweilt sowohl in der innerlichen als auch äußerlichen Betrachtung der Geistesobjekte als Geistesobjekte. Sie verweilt in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Sie verweilt sowohl in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten auftauchen, als auch in der Betrachtung von Dingen, die in Geistesobjekten verschwinden. Oder andererseits ist ihr die Bewusstheit, dass es ein Geistesobjekt gibt, gerade in dem Maße gegenwärtig, wie es für Wissen und Bewusstsein notwendig ist. Und sie verweilt unabhängig, klammert sich an nichts in der Welt. Und das, Forschende, ist die Art und Weise, in der eine Forschende in der Betrachtung der Geistesobjekte verweilt. Wer auch immer, Forschende, diese vier Brennpunkte der Bewusstheit auch nur 7 Jahre praktiziert, darf eines von 2 Resultaten erwarten. Entweder Arahantschaft noch in diesem Leben oder, sollte noch etwas Bodensatz übrig sein, den Status eines Nicht-Wiederkehrers. Und von 7 Jahren ganz zu schweigen,
wer auch immer sie nur 6 Jahre praktiziert. 5 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr, darf eines dieser 2 Resultate erwarten. Und von einem Jahr ganz zu schweigen, wer auch immer sie nur 7 Monate praktiziert, 6 Monate, 5 Monate, 4 Monate, 3 Monate, 2 Monate, 1 Monat, 1,5 Monat lang. Und von einem halben Monat ganz zu schweigen, wer auch immer diese 4 Brennpunkte der Bewusstheit für auch nur 1 Woche praktiziert, darf eines von 2 Resultaten erwarten. Entweder Arahantschaft noch in diesem Leben oder, sollte noch etwas Bodensatz übrig sein, den Status eines Nichtwiederkehrers. Es wurde gesagt, es gibt da Forschende diesen einen Weg, um Wesen zu reinigen, um Kummer und Leid zu überwinden, um Schmerz und Trübsal verschwinden zu lassen, um den realistischen Pfad zu beschreiten, um Nirvana zu verwirklichen. Nämlich die 4 Brennpunkte der Bewusstheit. Und aus eben diesem Grund wurde es gesagt. So sprach der Glückgesegnete und die Forschenden jubelten und bejubelten seine Worte.